Tanz mit dem Tanztapir. Langeweile aus der Folge Warten auf dem Passamt. Was ist denn los? Hast du Zahnschmerzen? Nein. Aber was ist dann? Du siehst irgendwie so traurig aus. Ha, gegen Langeweile, da weiß ich, was hilft. Da hilft nämlich Tanzen. Kommt, macht einfach mit uns. Wir nehmen die Hände nach hinten, hinter den Rücken. Und jetzt gehen wir einen Schritt zur Seite und der andere Arm schwingt nach vorne. Eins, wieder schließen. Zwei, machen wir viermal. Drei, vier. Sehr gut. Jetzt springen die Füße auseinander. Und ich kreuze jetzt meine Füße. Du mit deinen großen Schuhen nimmst sie einfach zusammen. Genau. Und dann drehen wir uns einmal um. Sehr gut. Mit großen Tapirfüßen ist es ein bisschen schwierig, gell? Jetzt zeigen die Zeigefinger nach vorne auf den Boden und wir machen einen Schritt nach vorne und machen uns ganz klein und laufen schnell zurück und bewegen ganz schnell die Arme. Super. Gleich nochmal von vorne. Und eins, zwei, drei, vier. Füße aufkreuzen, umdrehen nach vorne und schnell zurück. Sehr gut. Jetzt nehmen wir die Arme so über Kreuz, ziemlich gelangweilt. Und das rechte Knie geht hoch in die Ecke. Hoch, tief. Und die Arme schwingen uns rüber zur anderen Seite. Und wir schnippen, schnipp, schnipp. Genau. Dann geht der Arm nach oben, die Hüfte geht zur Seite. Viermal, zwei, drei, vier. Und wir nehmen ein Mikrofon und singen in die eine Ecke und in die andere Ecke. Perfekt. Arme wieder verschränken. Jetzt das Knie zu der Seite hoch. Hoch, tief. Arme schwingen uns wieder rüber zur anderen Seite und wir schnippen. Zweimal, genau. Und jetzt lassen wir die Arme ganz gelangweilt einfach auf und zu baumeln. Genau. Und machen einen Schritt nach vorne und sagen, keine Langeweile mehr. Mit Musik, los geht's. Achtung. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, jetzt die Drehung, auf Kreuz, dreh, vor, schnell zurück, nochmal, sehr gut, die Füße, auf Kreuz, dreh, vor, Knie geht hoch, rundherum, schnipp, Arm hoch, 2, 3, 4, singen, Knie hoch, rundherum. Und jetzt die Arme auf, zu, nach vorne.